Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgheaven.de zu einem etwas anderen Bundesgregor-Dent-Video, als wie wir es sonst gewohnt sind. Normalerweise mache ich ja solche Vorschau, solche Ankündigungsvideos regelmäßig hier, bei denen ich mich über das Programm des Kanals der kommenden Wochen und Monate ein bisschen auslasse mit euch, mache die Kamera dabei auch schön an. Heute wird es ein bisschen kürzer und knackiger, denn ich will hauptsächlich über die nächsten Wochen erstmal nur reden, die ein bisschen anders hier auf dem Kanal aussehen werden, als auch die Gamescom. Natürlich, 2019 steht sie mal wieder an, meine mittlerweile 12. Messe in Folge, nicht nur die Gamescom, sondern auch die Games Convention natürlich da mit reingenommen, bei der ich gearbeitet habe für Game One, für Rocket Beans und für wen ich auch immer da unterwegs gewesen bin. Und ja, ich bin schon mittlerweile ordentlich am Vorbereiten, habe einen großen Plan proppevoll mir gelegt mit Terminen, wo ich Spiele angucken werde, anspielen darf, mit Leuten reden, auf der Bühne von Rocket Beans unter anderem auch mit euch hoffentlich da zusammenkommen, auch wieder immer ein ganz großer Spaß. So viel Gelegenheit haben wir ja nicht, mit euch da draußen mal irgendwie ständig zu interagieren, weil wir sitzen in Hamburg und arbeiten in unserem Kämmerlein sozusagen, und da ist die Gamescom immer wieder eine schöne Gelegenheit. Die Dosenbeats Party wird da natürlich auch anstehen, und ja, das will ich heute mit diesem kleinen kurzen Video eben machen, dass ich einerseits darüber rede, was ich hier auf dem Kanal erstmal erwarten könnt und was ich auf der Gamescom mir titelmäßig so angucken werde, was so richtig von Interesse ist. Und ja, ihr könnt euch gerne natürlich auch in den Comments auslassen, weil wenn wir uns jetzt schon mal austauschen, dann kann ich ja nach bestimmten Titeln nochmal extra Ausschau halten und dann euch speziell auch nochmal weiter drüber informieren. Also, was den Kanal jetzt hier angeht, ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, durch die Gamescom in der kommenden Woche so klassisch am Wochenende, Samstag und Sonntag, auch wieder Videos euch normal anzubieten. Eventuell klappt es, dass ich euch noch einen Top 101 der Action-Adventures-Videos, den nächsten Eintrag präsentieren kann, wenn ich das noch geschnitten bekomme im Verlauf des morgigen Tages, dass es dann irgendwann da am Wochenende online gehen kann. Aber dadurch, dass ich eben auf der Games Convention bis zu kommendem Sonntag da bin, ist nicht so viel Gelegenheit, da viel was zu machen. Dafür wird es unter der Woche aber was geben. Allerdings nicht in Videoform, denn wir hatten das schon mal probiert vor einigen Jahren. Da hatte ich ja die Gregor im Hotel Show gemacht, sozusagen mich nach der Arbeit im Hotel nochmal hingesetzt und geschnitten und euch Videos dementsprechend präsentiert. So viel Zeit werde ich leider nicht haben da, aber was ich wieder machen werden kann, ist, ich werde es versuchen, und ich denke mal, das sollte auch einigermaßen schaffbar sein, trotz der Zeitknappheit, euch kleine Podcasts zu präsentieren, also wie es im letzten Jahr auf plauschangriff.de und in den Gedankensprung-Feeds gewesen ist. Ich setze mich nach meinen langen Arbeitstagen dann hin und nehme euch einen kleinen Recap-Podcast auch mit meinen frischen Eindrücken, sodass ihr zumindest Podcast-exklusiv da einiges was zu hören bekommt. Die großen Tage bei mir sind der Dienstag, der Mittwoch und der Donnerstag, da ist auch der Pressetag sozusagen mit dabei, und da bin ich eigentlich von früh morgens bis spät abends in Termin, und ihr solltet also euch darauf einrichten, am Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen und Freitagmorgen entsprechend Podcasts dann euch anhören zu können, und dann habt ihr so frische News, wie ihr es sonst nirgendwo bekommt, kann ich mal groß und heilig hier versprechen. Darüber hinaus aber, wie gesagt, dann am Wochenende muss ich mal gucken, ob ich euch entsprechend Videos präsentieren kann. Dafür habe ich aber noch ein paar andere Sachen in Arbeit. Da sind leider noch Embargos drauf, sodass ich da die Releases der Videos nicht irgendwie aufs Wochenende legen kann, sondern das findet alles in der Woche da drauf statt. Aber ich bin gerade am Zocken von einigen recht aktuellen Games, und ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher, ob ich euch den Namen schon nennen kann, was ich in den Embargos da alles unterschrieben habe. Das eine ist ein großes Action-Adventure, was für alle möglichen Plattformen außer der Switch rauskommt, von einem finnischen Entwickler, so viel sei schon mal gesagt. Da habe ich das Game bereits durchgespielt und werde euch das Video nach Embargo-Ende, müsste Montag oder Dienstag, Mittwoch zumindest nach der Gamescom sein, euch präsentieren können. Dazu habe ich einen ganz großen Switch-exklusiven Titel da, den werde ich aber hauptsächlich über die Gamescom-Woche immer wieder mal spielen und mal gucken, ob ich da zeitig was fertig bekomme. Da sind die Embargos nämlich auch in der Woche nach der Gamescom dann fertig, als auch ein schönes, kleines, kurzes Grafik-Adventure, ein Quantic Dream-artiges Adventure-Game, nennen wir es mal so, was nicht von Quantic Dream ist, was auch nochmal rauskommen wird. Aber dazu muss ich auch nochmal die Zeit finden, um das zu zocken. Und da diese alle Embargos dann erst in der Woche nach der Gamescom ablaufen, zumindest
zumindest eines der Reviews mache ich euch gerade fertig. Das werdet ihr dann auch sehen. Und ansonsten werden wir uns bei Rocket Beans TV da ganz fleißig drüber austauschen. Gehen wir auf die Gamescom dann mal über und ich würde mit euch mal kurz so meine Termine, die ich bisher habe, durchgehen, wo ich dann eben unterwegs im Business Center bin und auf den Bühnen, wie gesagt, und mir da Sachen angucke und von den Spielen her aus mal ein bisschen was dazu sagen, denn ich habe mir doch einiges diesmal hier aufgehalst. Natürlich wieder mit dabei sehr, sehr viele Rollenspiele, die ich mir anschauen möchte. Es gibt eine neue Präsentation von Cyberpunk 2077. Da hatte ich im letzten Jahr das Glück gehabt, noch in eine dieser großen Presos da reinzurutschen, wo man sich eine Stunde Gameplay angucken konnte, das ein paar Wochen später dann zum Glück für alle dann auch verfügbar gewesen ist. Aber in der Zeit hatten das nur wirklich eine Handvoll Leute richtig zu sehen bekommen. Man musste schon gucken, dass man da sich irgendwie einen Termin vernünftig organisieren kann. Ich bin gespannt darauf, was es diesmal jetzt zu sehen gibt, ob man vielleicht sogar selber ran darf. Ich glaube es noch nicht, auch wenn der Release ja noch nicht allzu weit mehr weg ist. Wann war das? Mai oder März 2020? Zumindest im Frühjahr, Richtung Frühjahr 2020. Das werde ich mir zum Beispiel angucken. Ich werde, wie bereits angedeutet, Final Fantasy VII, das Remake mir anschauen dürfen und Leute interviewen, als auch das Final Fantasy VIII Remaster. Freue ich mich auf beide Sachen drauf, auf das Remake von 7 natürlich noch viel mehr, weil das konnte ich bisher nicht spielen. Ich war ja nicht auf der E3 und die Leute werden wir bei uns hier auf der Bühne haben. Ich klicke hier kurz nochmal meine Übersicht an. Ich habe mir extra auch einen Termin gemacht bei NIS America, solange die Leute noch existieren, denn finde ich tatsächlich wirklich ein bisschen schade, weil es doch ein sehr interessanter Publisher ist, weil die ja sehr viel, teilweise sehr schrägen Kram aus Japan hier rüberbringen und die ja zuletzt irgendwie weltweit Finanzprobleme hatten mit einigen Titeln, die nicht ganz so gut funktioniert haben. Diesmal sind sie aber wieder auf der Gamescom und haben einige Sachen mitgebracht und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich werde wahrscheinlich Trails of Cold Steel 3 spielen können, den dritten Teil der Trails of Cold Steel Spiele, ist ja klar, wer es im Namen dann auch mit drin steckt, der jetzt im Oktober, glaube ich, hierzulande rauskommt. In Japan ist er schon draußen, freue ich mich sehr. Die ersten beiden Games habe ich auf PS3 und Vita durchgezockt, sind unten längs auch auf PlayStation 4 rausgekommen. Da will ich, bevor der dritte Teil da ist, euch auch ein kleines Empfehlungsvideo machen wollen. Was müsst ihr alles wissen, um Trails of Cold Steel 3 zu spielen? Sehr schönes RPG mit Persona-Einflüssen von Falcom, den Machern der Ys-Serie. Hatte auch so ein bisschen Grandia-Touch, will ich sagen. Also so von der Charakterinteraktion und vom Abenteuer-Tatendrang, die Legend of Heroes-Serie, zu der Trails of Cold Steel dann auch dazugehört. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn das auf der Gamescom ist, da schon mal da anzuspielen, als auch zum Beispiel Disgaea 4 Complete Plus wird da sein, das Strategie-Game The Alliance Alive HD Remastered, das war glaube ich ein 3DS-Titel, der jetzt nochmal neu für modernere Plattformen aufgelegt wird. Ach, der Titel, den ich nie aussprechen kann, ich versuche es mal vernünftig vorzulesen, Utawareru Mono San, die Visual Novels, von denen etliche Teile erscheinen und jetzt noch einer dazukommt und ein Game namens Destiny Connect TikTok Travelers. Irgendwas habe ich mal in der Richtung gehört, aber ich weiß ehrlich nicht, was es ist. Und dazu werden da noch da sein, Langrisse 1 und 2, das Remake der Strategiespiele, die ich damals auf Mega Drive zumindest den ersten Teil gespielt habe. Und die Disaster Report 4, Summer Memories. Da gab es die japanische Demo, das Erdbeben-Game, das 2011 schon rauskommen sollte und dann gecancelt wurde wegen der Erdbeben in Japan damals und die das Spiel einfach eingepackt haben. Es wurde jetzt doch noch released, viele, viele Jahre später. Und jetzt kommt es endlich in den Westen. Ich freue mich schon sehr drauf, das wird ganz groß und ganz spannend. Aber das ist zum Beispiel etwas, das habe ich mir noch extra als Termin hier gepackt, damit ich mir die Sachen angucken kann. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Als auch, ich werde ein bisschen Medieval ausprobieren, das neue Remake, was rauskommen wird. Wir hatten ja schon ganz gute Jump'n'Run PlayStation 1 Remakes in den letzten Jahren mit den Spyro Games und Crash Bandicoot. Medieval war ich nie der allergrößte Fan, aber mal sehen, was sie jetzt draus machen. Als auch das gesamte Nintendo-Lineup darf ich mir angucken. Im Speziellen aber geht es mir um Zelda Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Da will ich auch, wenn das Ding draußen ist, euch nicht nur ein Review machen, sondern vielleicht sogar nochmal ein Let's Play. Ich hatte ja schon das alte Link's Awakening auf dem Game Boy Color, die Color-Version, glaube ich, müsste gewesen sein, mit euch hier gemeinsam Let's Played vor einigen Jahren. Da habe ich wieder voll Bock drauf und nicht nur das Ding ausprobieren. Ich bin mir auch nicht so sicher, was Nintendo sonst hier in petto hat, weil ein Titel von denen, der erscheint recht bald und wie gesagt, das ist einer der, den ich jetzt schon spielen kann. Aber nicht darüber konkret was sagen darf.
nennen wir es mal so. Was wollen die da noch sonst präsentieren? Weil so viel haben sie ja nicht in petto. Ich glaube, Luigi's Mansion 3 müsste da sein. Da freue ich mich auch nochmal drauf und ich lasse mich sonst davon überraschen, was da sein wird. Aber das Wichtige ist natürlich, dass ich mal ein bisschen was mit Link's Awakening zu tun bekomme. Wir hatten ein bisschen was über Square gequatscht. Ich habe noch extra einen Termin bei Square gemacht, um mir das Avengers Game mal anzugucken, weil ich mag auch natürlich die Marvel Cinematic Universe Filme und Avengers Endgame war die 3 Stunden festgenagelt im Sitz tatsächlich geschafft, ohne auf Toilette zu gehen, bin ich immer noch stolz drauf. Aber dafür auch vorher ein bisschen weniger getrunken. Man weiß ja, bei 3 Stunden ohne Pause muss man dementsprechend aufpassen. Aber da hatten wir ja die Präsentation auf der E3 gesehen und noch nicht wirklich was vom Gameplay. Ich glaube, hier darf man sogar selber spielen. Da freue ich mich sehr darauf, euch direkt Eindrücke geben zu können. Als auch, da kann man glaube ich nicht selber spielen, aber ich werde auch noch bei Sony sein und mir Death Stranding angucken. Zwar leider ohne die Präse von Hideo Kojima, ich glaube, der ist zu einem Tag da und wird so die Präsentation übernehmen und ich darf mich dann mit entsprechenden Leuten von den Koji Pro Studios zwar da austauschen und die werden mir entsprechend das Spiel wahrscheinlich zeigen. Ich glaube noch nicht, dass ich selber spielen werden kann, aber den Kojima-Termin, der ist glaube ich nur einmal ganz früh bei der Gamescom und ich schaue mir das erst am Mittwoch an. Zusätzlich auch noch Iron Man VR, weil Sony sonst nicht so viel hat und da bin ich nicht so sehr interessiert daran wie an Avengers bei Square, aber warum nicht mal mitnehmen und gucken, ob es vielleicht ein bisschen was taugt. So, jetzt mal gucken, dass ich keine Termine euch hier nenne, die eventuell noch nicht genannt werden dürfen. Also von den Spielen her aus. Aber da, das ist zum Beispiel einigermaßen safe, denn Bandai Namco hat das ganze Lineup hier, bei denen ich sein werde. Code Vein nochmal angucken, mal sehen, ob sich das mittlerweile verbessert hat. Das Anime Dark Souls mit Vampiren gegenüber dem Network-Test, den wir vor ein paar Monaten hatten. Man of Medan, das ich ja bereits schon gesehen habe, das Adventure. Das ja auch recht bald rauskommen wird. Und Dragon Ball Z Kakarot ist tatsächlich auch da, das neueste Dragon Ball Z Game, von dem ich gerade gehört habe, die verbauen ins Ingame diese Filler-Folge aus dem Anime, wo Piccolo und Son Goku in die Fahrschule kommen, was ja eine der lustigsten überhaupt ist. Und das wird es irgendwie als Begebenheit im Spiel geben. Und auch wenn Dragon Ball Z Kakarot nicht auf meinem Radar war, jetzt ist es umso mehr. Also nur wegen dieser Szene, da freue ich mich schon drauf, mir das dann dementsprechend anzugucken. Ich werde ein bisschen mit den Entwicklern von Monster Hunter Iceborne quatschen. Ich bin da nicht mehr so drin in Monster Hunter, aber ich werde da mit Kollege Ede nochmal hingehen und entsprechend mal ein bisschen quatschen, weil die haben ja, soweit ich gesehen habe, einiges ins Spiel investiert. Und oh, da freue ich mich auch drauf, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, die Fortsetzung zum Kultklassiker auf dem PC, der eine ganz große Fangemeinde hat, den ich auch damals gespielt habe, aber ich habe den ersten Teil eher gespielt, also nicht Bloodlines, sondern Vampire the Masquerade, das habe ich damals sogar durchgespielt auf dem PC und Bloodlines so ein bisschen immer wieder hier und da mal und ich freue mich sehr darauf, mal wieder in die Welt eintauchen zu können, mal sehen, wie weit sie sind, dass ich es dementsprechend da mal ausprobieren kann. Dazu habe ich einen kleinen Termin mit Sega-Leuten, wo ich über ein nicht weiter benanntes Spiel nochmal sprechen werde. Ich weiß, wie es heißt hier, aber ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und nicht zu viel hier ausplappern. Aber mit Sega werde ich mich auch nochmal ein klein bisschen austauschen. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Und über Control werde ich ein bisschen mit den Entwicklern mich austauschen. Das neue Remedy-Game, was auch in Bälde rauskommen wird. Und da habe ich, glaube ich, ganz guten Grund, einigermaßen investigative Fragen zu stellen, nennen wir es mal, ne? Weil da kenne ich mich ganz gut aus, sagen wir es mal so. Ich werde mir das Sega Mega Drive Mini ebenfalls anschauen können, das liegt erstaunlicherweise nicht bei Sega, sondern ich glaube, die Leute von Koch Media oder so sind dafür zuständig in Europa. Also irgendwie, es wird nicht nur direkt von Sega hier verkauft. Ich werde dann entsprechend also an einem anderen Stand da sein, aber endlich darf ich es mir angucken. Ein bisschen wurmt mich tatsächlich die Sache. Es wurde ja verschoben in Europa auf den Oktober und es ist halb so wild von der Hinsicht, weil ich habe 1000 andere Möglichkeiten, Mega Drive-Spiele zu spielen. Aber mich interessiert natürlich, was M2 mit der Hardware hier konkret gemacht hat. Und das ist der erstmögliche Termin, wo wir das hier spielen können. Aber natürlich, alle US-YouTuber wurden schon dann von den Sega-Leuten in Amerika schön vorab bedient, dass sie schon seit Wochen ein Gerät bei sich haben, das schon ordentlich austesten können. Und das wurmt mich tatsächlich ein bisschen, weil da hätte ich mir gerne die Zeit genommen und das vielleicht vor der Gamescom mal ordentlich durchprobiert, analysiert, aufgezeichnet.
aufgezeichnet, für euch entsprechende Videos vorbereitet. Aber da werde ich nicht umhin kommen, das auf der Gamescom eben dementsprechend anzugucken und hoffentlich vielleicht im Zeitraum danach nochmal ein Gerät zu bekommen, um euch nicht nur hier auf dem Kanal zu zeigen, sondern auch bei Rocket Beans TV und vielleicht in einer kleinen Retro-Club-Sonderfolge erstmal, bevor wir wieder einsteigen mit dem Format, später nach der Gamescom, euch da gerne nochmal präsentieren und zeigen können. Aber gut, was soll man machen? Dann wird es eben erst auf der Gamescom stattfinden, anstatt vorher. Ami-YouTuber müsste man sein für Retro-Games und nicht in Deutschland, ne? Dann hätte man auch ein bisschen mehr Erfolg damit. Also, irgendwie, ich weiß es nicht, ne? Wenn man nicht gerade aus Amerika kommt und sich ein bisschen so für Retro-Games und Remakes und Remaster oder so interessiert, ist es ein bisschen schwierig, mit den ganzen Leuten in Kontakt zu kommen. Von wegen, hey, könnte ich mir vielleicht das Game mal zeitig angucken, wenn ihr eine Version habt, weil ich bereite solche Sachen auch sehr gerne für euch vor zum Release, um entsprechend was zu machen. Ein ganz gutes Beispiel war die Grandia HD Remaster Collection, die jetzt hier auf der Switch rausgekommen ist. Da habe ich versucht, die Leute von Gung Ho in Amerika zu kontaktieren und vielleicht etwas in Ruhe mir anschauen zu können und fertig machen zu können, damit ihr zum Release schon das Video habt. Jetzt habe ich mir das Spiel daneben gekauft, als es rausgekommen ist, ganz normal, ist ja auch nicht das Problem, aber um euch zeitig dann die Eindrücke zu geben, habe ich eben bis in die Nacht hinein nochmal gespielt und das Video entsprechend vorbereitet, um das zu machen, um euch das dann frisch zu zeigen, weil ich es mir eh angeguckt hätte und wenn ich schon das Spiel sowieso mir angucke, warum nicht gleich das Video hinterher packen? Also das ist wohl eher dann die eigene Mentalität, wenn ich dann so lange dran sitze, aber dann habt ihr entsprechend das Video auch früher. Es hätte mir nur einiges an Stress erspart und mehr Schlaf dazugepackt. Ich muss da mal ein bisschen mehr kitzeln und sagen und hoffen darauf, dass Ami-Publisher von solchen Sachen, die in Deutschland keine Dependance haben, mit denen man nicht direkt hier quatschen oder telefonieren kann, dass die nochmal ein bisschen sensibilisiert werden und auch mal den armen Leuten im Ausland dann hier helfen. Uns Deutschen vielleicht auch und nicht nur immer die Amis. Dann gleich da mitnehmen. Was hatten wir hier noch? Shenmue 3 hatte ich angesprochen. Das werden wir euch dann auch hoffentlich zeigen können. Simon und ich werden es sogar spielen, soweit ich mitbekommen habe. Und wenn wir Glück haben, wird unser Großvater, wenn wir ihn liebevoll so nennen können. Nee, der wird uns kaputt schlagen, wenn wir das sagen. Aber Yu Suzuki werden wir hoffentlich dann auch treffen können. Und ich schaue schon mal, was ich an Shenmue-Memorabilia hier mitnehme. Ich glaube, ich nehme dieses T-Shirt mit dem, weil der wird es nicht erkennen. Aber wenn es erkennt, dann wird es einen ganz großen Schmunzler geben. Da bin ich mir ganz sicher. Und mal sehen, wie es mit dem Spiel ist. Ich habe schon gesagt, ey, das macht einen ganz merkwürdigen Eindruck, aber ich glaube, ich werde es lieben und es wird dann auch ganz, ganz groß sein. Ich werde ein Interview führen zum neuen Need for Speed Heat, glaube ich, war es. Das wurde ja angekündigt vor einigen Tagen. Ich mag die Need for Speeds, ich mag ja Rennspiele ganz gerne. Das letzte, das war leider so ein bisschen davon besudelt, nennen wir es mal, dass sie diese ganzen random Lootbox-Karten-Decks reingepackt haben, die dann deinen Fahrstil beeinflusst haben und wo du grinden musstest und immer wieder Rennen machen musstest, war nicht geil. EA. Deshalb hoffe ich, dass sie mit Need for Speed hier wieder an bessere Qualitäten anknüpfen, weil sowas wie zum Beispiel das Need for Speed Most Wanted Remake von Criterion, was sie 2011 gemacht haben, das fand ich zum Beispiel richtig gut, trotz der ganzen DLC-Geschichte, die drin war, wo man Autos dann kaufen muss, die man gefunden hat im Spiel, aber es hat sich fast mehr angefühlt wie so ein modernes Burnout Paradise. Und sowas vielleicht mehr in die Richtung, da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Trials of Mana hatte ich auch nochmal kurz angesprochen und das war ja Seiken Densetsu 3, was hier in der Collection of Mana schon mal drin war, in der Super Nintendo Fassung, aber ich werde das Remake tatsächlich mir anschauen und vielleicht sogar spielen können, bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe ja Mystic Quest nochmal durchgespielt für euch, für die bis dato Patreon-exklusiv und Steady-Haku-exklusiven Supporter, eins von den Sprite-Things, die ich für euch ja nochmal ein bisschen extra mache und bin deswegen wieder einigermaßen in der Serie drin und ich habe auch ein bisschen in Seiken Densetsu 3, also Trials of Mana in der SNES-Version jetzt hier gespielt und das Remake, das sah ja echt cool aus. Es sah vor allem um einiges aufwendiger und besser aus, als was wir gesehen haben von dem Secret of Mana Remake und da hoffe ich mir auch einiges Gutes. Ich werde natürlich auch sein im Retro-Bereich ein bisschen und Schabernack machen, nehme auch meine Kamera mit. Wie jedes Jahr sind da ja sehr viele schöne Sachen ausgestellt und spannende Sachen, die man sich angucken kann. Ist Halle 10.1, will ich sagen, oder 10.2. Ich kriege die 1 und die 2 dann immer durcheinander, aber ich schätze mal da, wo der Stand immer ist. Und wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit und schaut euch die alten Schätzchen an und zockt vielleicht auch noch ein bisschen. Ich bin immer wieder erstaunt, was für ein geiler Scheiß man, was man sich da angucken und mal nochmal erleben darf, werde ich mir anschauen. Ich
Was habe ich hier auch nochmal? Ach ja, wir werden einen Podcast machen auf der Bühne. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Endlich mal die Gelegenheit, einen Live-Plauschangriff zum Start der neuen Staffel. So wie es momentan geplant ist, sollten wir hoffentlich Richtung Samstag oder so on air gehen auf der Rocket Beans Bühne und da mal ein bisschen die Gamescom resümieren, recappen sozusagen und mit euch gemeinsam vielleicht auch sogar mal auf Fragen eingehen und so weiter. Da könnt ihr euch da drauf freuen und ab dann geht der Podcast wieder regelmäßig nach der Sommerpause los. Und ich habe einen Extra-Termin. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob das die zu 100% feste Zeit ist, wo wir dann mal planen können und gucken können. Aber ich werde auch noch mal eine Stunde am Konami-Stand tatsächlich sein und ich werde mir da im Speziellen beschäftigen mit Contra Rogue Core, glaube ich. Also das Hardcore war ja die alte Variante, aber Rogue Core, also die neue Auflage, das neue Contra-Spiel, von dem wir ja schon ein bisschen Ingame-Footage auf der E3 gesehen haben bei der Enthüllung. Das Game wird auch hier da sein und da werde ich für eine Stunde bei Konami sozusagen sein und da könnt ihr gerne auch dazu kommen, dass wir uns mal ein bisschen austauschen, unterhalten, nicht nur über Spiel, sondern über Gott und die Welt und alle andere Sachen und die es so gibt. Und momentan ist es geplant für Samstag von 12 bis 13 Uhr. Also wenn sich da nichts was ändert, achtet da mal auf Social Media und Twitter und Instagram und so weiter. Da werde ich nochmal ein festes Datum bekannt geben, wenn da alles in trockenen Tüchern sozusagen ist von der Zeit her, wenn es fest ist. Aber ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass wir auch eine Stunde zusätzlich als nicht nur beim Rocket Bean Stand dann zusammenkommen können, sondern im Speziellen beim Konami Stand am Samstag von 12 bis 13 erstmal. Und das ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Wenn ihr Tickets bekommen habt zur Dosenbeats Party, ich kenne da jemanden, der hat mir zumindest ein Ticket dann klar gemacht. Will ich auch mal hoffen. Weil wenn wir schon eine Party ausrichten, da würde ich schon dann gerne mit dabei sein. Die ist am Freitagabend, ne? Freitagabend, ich habe hier ab 20 Uhr stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich ab 20 Uhr wieder zurück bin von der Messe und mich da entsprechend vorbereiten kann. Aber das ist natürlich nochmal ein spezieller Termin, bei dem wir zusammenkommen können und uns da ein klein bisschen austauschen, ein bisschen feiern, vielleicht einen kleinen Umtrunk und so weiter machen und da schon mal, auch wenn ich am Tag danach immer noch ein bisschen weiter arbeite, die Messe ein bisschen ausklingen lassen. Ja. Und das sind im Großen und Ganzen so im Speziellen die Games und die Termine, die ich hier wahrnehmen werde und mir angucken werde, aber ich werde zwischendurch mich auch natürlich nochmal in andere Geschichten reinzecken. Ich habe hier noch ein, zwei Titel, über die ich jetzt nicht gesprochen habe, zum Beispiel, über den ich mir nicht sicher bin, ob die schon spruchreif sind, mit denen ich mich auch nochmal beschäftige werde. Und so wie es immer auf der Gamescom ist, ab und zu mal sieht man ein Game, sagt man, hey Entwickler, kann ich mich kurz reinsetzen, kann ich hier mal kurz was ausprobieren? Das ist das Schöne, nicht nur im Business Center, sondern auch in den Indie-Hallen, da findet man jede Menge Krimskrams, ne? Oder bei den Hardware-Herstellern werde ich eben auch nochmal vorbeischauen und ich freue mich mal wieder, auch wenn es eben eine anstrengende Woche ist, weil man da so viel Fersengeld zahlt und so viel unterwegs ist. Es ist auch eine spaßige und spannende Woche, weil man da so viel erlebt, weil man nochmal eben Action mit euch gemeinsam machen kann. Und ich bin tatsächlich immer noch nicht der Gamescom müde und freue mich drauf, was wir da alles erleben werden. So, das wäre es dann von dem kurzen, knackigen Video. Ich gucke auf die Zeit hier. Vielleicht war es doch nicht ganz so kurz und knackig, aber ich hoffe, informativ für euch. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und ich hoffe darauf, dass ihr, wenn ihr auf der Gamescom seid, bei uns mal vorbeischaut. Wenn nicht, dann genieße die Podcasts hier auf dem Kanal, die Reviews, die dann in der Woche da drauf kommen werden. Vielleicht das Top 101 Action-Adventure-Video. Und ab danach wird es natürlich wieder im gewohnten Rhythmus weitergehen. Ich werde hoffentlich noch am Leben sein und nicht vor Erschöpfung zusammengeklappt. Und dann freuen wir uns auf einen spannenden September, Ende August, Anfang September, wo viele Rocket Beans Formate wieder zurückkehren, wie der Podcast und der Retro Club dann wieder hoffentlich bald an den Start geht, als auch eine neue Staffel des Nerd Quiz ist auch noch angesagt, mit der ich mich gerade momentan beschäftige, plus noch viele andere Sachen mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören, gerne weitere solche Sachen auf plauschangriff.de natürlich hören und wenn ihr es nicht macht, würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr mich supporten würdet mit dem kleinen monatlichen Betrag patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven oder direkt bei paypal.me/katios. Ansonsten aber auch vielen Dank und Tschüssinger.